Hallo zusammen, ich bin Benedikt, Heilpraktiker und Coach. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video möchte ich darüber sprechen, wie ich es geschafft habe, mich 25 Jahre lang für meine Sexualität zu schämen, genauer gesagt für mein Schwulsein, und wie ich es geschafft habe, damit aufzuhören. Wenn du meinst, du hättest keine Scham mehr in Bezug auf deine Sexualität, dann kannst du folgendes kleines Gedankenspiel innerlich spielen. Stell dir vor, du siehst einen attraktiven Mann auf der Straße. Kannst du hingehen und sagen, hey, ich finde dich attraktiv, stehst du auf Männer, darf ich deine Nummer haben? Wenn deine Antwort nein ist, dann ist tatsächlich noch Scham in deinem System und dann lebst du nicht das freie, glückliche, lebendige Leben, was du eigentlich leben könntest. Jetzt magst du vielleicht einräumen, dass sich das ja auch viele Heterosexuelle nicht trauen, und dem stimme ich zu. Und auch da würde ich sagen, da macht es Sinn, sich mal mit der Scham auseinanderzusetzen. Denn wenn wir uns wirklich nicht mehr schämen, dann tun wir das. Dann sind wir frei, dann gehen wir aufeinander zu, dann können wir sagen, ich finde dich hübsch, magst du mit mir reden, was auch immer da kommt. Und das ist ein Zustand, in den ich euch alle ein bisschen buxieren möchte, wo ich euch auf jeden Fall den Weg zeigen möchte, wie man dahin kommen kann. Es wird ein sehr persönliches Video. Im Wesentlichen rede ich da über zwei große Bereiche, die mich geprägt haben oder die mir geholfen haben. Das ist auf der einen Seite Radical Honesty, die Praxis von radikaler Ehrlichkeit, und auf der anderen Seite NARM, eine Entwicklungstraumatherapie, wo ich eine Ausbildung zu mache. Und wie es sich für radikale Ehrlichkeit gehört, möchte ich jetzt am Anfang erst einmal meine Intentionen offenbaren, warum ich dieses Video hier überhaupt mache. Auf der einen Seite möchte ich Menschen inspirieren, einen ähnlichen Weg zu gehen, wie ich ihn gegangen bin. Ich bin ganz sicher, dass es viele Menschen da draußen gibt, hoffentlich nur junge Menschen, die beispielsweise sich noch so sehr für ihre Sexualität schämen, dass sie sich nicht trauen, sich zu outen. Und dann gibt es vielleicht einige Menschen, die sich schon geoutet haben, aber trotzdem unterschwellig merken, dass sie sich schämen für ihre Sexualität oder im Kontakt mit Männern. Und dann gibt es sicherlich eine ganze Menge Menschen, die sich bereits geoutet haben und meinen, sie hätten keine Scham mehr, aber noch sehr viel Schamkompensationsmechanismen leben, die auf den ersten Blick gar nicht so sehr mit Scham zu tun haben und die einfach wahrnehmen, dass sie vielleicht sehr erfolgreich sein wollen, dass sie viel verdienen wollen, viel Anerkennung haben wollen, sehr reich werden wollen oder vielleicht auch gerne andere Menschen abwerten oder latente narzisstische Grundmuster haben. Und ich werde am Ende dieses Videos zeigen, wie auch das tatsächlich sehr mit den Schamerfahrungen zusammenhängt, die wir Schwulen in Bezug auf unser Schwulsein in der Regel gemacht haben. Ich habe noch andere Intentionen für dieses Video. Ich möchte tatsächlich auch, dass ihr mich toll findet. Ich möchte, dass ihr denkt, der Benedikt ist ein großartiger Therapeut, mit dem will ich arbeiten. Möchte, dass ihr vielleicht auch mal ein Seminar von mir besucht oder ein Retreat oder so eine Online-Veranstaltung kommt. Und das bedeutet, schlussendlich möchte ich auch euer Geld. Ja, und jetzt merke ich, dass ich lache, merke, dass ich mich irgendwie entspanne. Ich werde in diesem Video immer auch ein bisschen über meinen Körper reden. Das ist Teil der Praxis von sowohl von Traumatherapie als auch von Radical Honesty oder dem ehrlichen Mitteilen. Ich möchte auch bewusst meine Verletzlichkeit hier in diesem Video zeigen. Ich habe das erlebt, dass zu meiner Verletzlichkeit zu stehen mich sehr frei macht, dass das heilsame Prozesse bringt. Und ja, merke nach wie vor, dass ich lächle und dass mein Atem sich frei anfühlt und ich große Lust habe, jetzt hier loszulegen. Also, eine kurze Zusammenfassung, worüber ich sprechen möchte. Was waren die Stationen für mich in Bezug auf meine Sexualität bzw. meine Scham in Bezug auf meine Sexualität? Ich möchte anfangen, wie es für mich war, als ich mit 13 gemerkt habe, dass ich schwul bin. Dann möchte ich darüber sprechen, wie ich viele Jahre lang meine Sexualität unterdrückt habe und sogar viele Jahre Konversionstherapie gemacht habe. Dann spreche ich darüber, wie ich mit 26 mein Coming-out hatte und eigentlich dachte, jetzt wäre die Scham vorbei. Und dann mit 35 auf meinem ersten Radical Honesty Retreat festgestellt habe, wie viel Scham eigentlich noch in mir drin steckt. Und dann, wie Männerarbeit mir geholfen hat, Mangelerfahrungen aus Kindheit und Jugend nachzuholen. Und zum Schluss, wie ich dann im Zuge meiner Ausbildung zum NARM-Therapeuten, das ist also eine Entwicklungstraumatherapie, festgestellt habe, wie ich noch in anderen Lebensbereichen Überbleibsel meiner Scham habe, die ich eigentlich tatsächlich vorher gar nicht im Zusammenhang gesehen habe und die viele Bereiche meiner Persönlichkeit tatsächlich geprägt und beeinflusst haben. Ja, also fange ich mal an. Meine Geschichte. Mit 13 habe ich bemerkt, dass ich schwul bin. Und das war für mich entsetzlich.
Und ich merke jetzt noch ein bisschen Traurigkeit, wenn ich drüber nachdenke, wenn ich an all die Jahre denke, die ich zu Hause war in meinem Zimmer, die ich mich geschämt habe, die ich jeden Abend gebetet habe, dass Gott das von mir nimmt. Ich bin sehr katholisch geprägt, aufgewachsen und war immer auch schon ziemlich spirituell und habe da tatsächlich eine ganz schwere Zeit erlebt am Anfang. Ich habe es mir vor allen Dingen schwer gemacht, weil ich keinen Schwulen kannte, der für mich irgendwie ein Vorbild war. Ich kannte da eine Handvoll Schwule. Das waren so Leute wie Dirk Bach, Thomas Hermanns oder Elton John und noch ein paar aus irgendwie Familien- oder Bekanntenkreis. Und keinen von denen fand ich attraktiv. Und alle, die ich attraktiv fand, waren hetero. Deswegen war für mich damals klar, ich werde niemals eine glückliche Beziehung führen können, niemals eine erfüllte Sexualität haben können, einfach weil es überhaupt gar keine Perspektive gab, dass da irgendjemand für mich jemals interessant sein könnte. Und dann habe ich natürlich den Hetero gespielt. Ja, also ich hatte dann Freundinnen, habe das gemacht, was man in dem Alter so als junger Mann so macht, habe rumgeknutscht, habe immer irgendwie gehofft, dass es nicht zu intim wird und habe mich also viel verbogen und viele Dinge getan, die ich gar nicht gespürt habe, die ich gar nicht wollte, einfach nur um reinzupassen und das zu tun, was man da also in diesem Lebensalter eigentlich tut. Und ich hatte große Unsicherheiten anderen Männern gegenüber. Die hatte ich vorher schon als Kind immer, war ich schon immer eher so ein Zartbeseiteter, hatte Angst vor dem Ball, Angst vor wilden Sportarten. Und jetzt kam noch hinzu, dass ich gemerkt habe, ich bin schwul und die anderen Männer sind es nicht. Und da hatte ich also ja extrem viel Unsicherheit, extrem viel Scham gespürt, immer Angst, dass das irgendwie vielleicht auch rauskommt oder ich irgendwie ausgegrenzt werde. Und da hatte ich also einige Jahre, die sehr schwer waren. Ja, ich habe in meiner Pubertät also viel gehofft, dass es irgendwie weggeht, gebetet und gleichzeitig auch viel Pornos geguckt. Da gingen gerade so die Internetzugänge los, waren die Ende der 90er. Zu den Pornos möchte ich an dieser Stelle kurz tatsächlich noch zwei, drei Worte sagen, denn ich halte Pornografie gerade bei Jugendlichen für extrem schädlich. Und das finde ich wichtig zu sagen, weil diese Botschaft hören wir normalerweise nicht. Meiner Meinung nach gehört das in jeden Sexualkundeunterricht, wie schädlich Pornografie ist für die eigene Sexualität und das eigene Lustempfinden. Und leider sagen das nur die Kirchen. Und die Kirchen haben die falschen Argumente, denn die argumentieren moralisch oder mit Sünde oder mit Satan oder irgend so einem Quatsch. Und das bringt Leute dazu, dass sie das in der Regel nicht glauben. Ich habe zum Thema Pornografie ein separates Video schon erstellt, das heißt Erektionsprobleme durch Pornos, das ist schon ein bisschen älter, ich tue den Link nochmal hier in die Videobeschreibung rein, denn es ist mir tatsächlich ein wichtiges Anliegen, irgendwie diese Botschaft auch zu verbreiten, wie schädlich Pornos für uns sind und unsere Sexualität total verderben. Also, weiter zu meiner Geschichte. Mit 15 hat meine Mutter dann rausgefunden, dass ich schwul bin. Sie hatte da gerade mein Zimmer geputzt und ich hatte irgendwie eine E-Mail auf dem Laptop und habe da mit jemandem, mit dem ich da eine kurze Beziehung hatte, gemailt und hat sie es gesehen. Und dann hatten wir einige sehr schwierige Gespräche. Ich erinnere mich, dass sie in diesen Gesprächen viel geweint hat und mir eingebläut hat, dass ich das auf keinen Fall irgendjemandem erzählen darf. Ich habe das Ganze damals so interpretiert, dass sie sich schämt und dass sie nicht möchte, dass das irgendjemand erfährt. Und mittlerweile habe ich viele Completion Talks mit ihr gehabt, das sind sogenannte Aussöhnungsgespräche mit den Eltern, wo man auch bei Radical Honesty daran geführt wird, also mit den Eltern in Kontakt zu gehen, zu sagen, was einen noch wütend macht, genauso wie das, wofür man dankbar ist. Und war sehr überrascht, dann im letzten Jahr zu erfahren, dass ihre Motivation eigentlich war, mich zu beschützen. Und sie hat gesagt, ja, Benedikt, ich habe immer wahrgenommen, dass du ein sehr sensibles Kind bist und du wurdest schon so viel von anderen geärgert und kamst oft weinend nach Hause. Und ich dachte mir, wenn die jetzt noch erfahren, dass du schwul bist, dann wird dein Leben zur Hölle, dann wirst du gemobbt. Und deswegen wollte ich damals dich beschützen und wollte, dass du das unbedingt für dich behältst. Und ich war sehr überrascht, das zu hören. Ich konnte das eigentlich gar nicht glauben. Ich habe bis heute Schwierigkeiten, diese Story zusammenzubringen, weil ich damals fest davon überzeugt war, dass sie sich schämt, dass ihr Sohn schwul ist und deswegen auf keinen Fall möchte, dass das irgendjemand erfährt. Ja, ich habe in diesen Aussöhnungsgesprächen, habe ich ihr viel Wut darüber mitgeteilt. Ich hätte mir nämlich eigentlich natürlich gewünscht, dass sie mich stark macht, dass sie sagt, okay, du bist schwul, jetzt gucken wir mal, wie du damit umgehen kannst, wenn Leute sich über dich lustig machen, wie du damit umgehen kannst, wenn du gemobbt wirst. Und diese Option hatte sie damals nicht. Ja, und deswegen
hat sie mir also eingebläut, ich soll es auf jeden Fall verstecken. Sie hat mir gesagt, ich würde vielleicht auch meine Karriere ruinieren und das darf keiner erfahren. Und man muss das natürlich auch alles in Anbetracht der Zeit sehen. Ja, das war noch lange bevor Wovereit seinen Satz gesagt hat, ich bin schwul und das ist gut so. Das war eine Zeit, wo es einfach ganz wenige Menschen in der Öffentlichkeit gab, die schwul waren. Und wo man gerne auch noch irgendwie hinter den Türen schlecht darüber geredet hat. Ne? Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass es das nicht heute auch noch irgendwo gibt. Aber natürlich stehen wir gesellschaftlich heute ganz, ganz woanders. Und es gibt zumindest in der westlichen Welt einfach viele Menschen, die wichtige Beispiele sind, die dazu führen, dass es einfach in der Gesellschaft zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist. Zumindest denke ich in den meisten Kreisen. Ja, ich hatte dann also eine kurze Beziehung mit 16 mit einem Mann. Meine Mutter hat das auch irgendwie auch toleriert, hat es auch irgendwie mir erlaubt alles. Da habe ich dann schon gemerkt, so ja, irgendwie arrangiert sie sich damit, das ist okay. Und diese Beziehung war kurz, sie war irgendwie für mich nicht erfüllend. Ich war da selber natürlich auch mit ganz vielen Prozessen beschäftigt und deswegen hat es nicht lange gehalten. Und dann ist etwas passiert, mit 18 ist mein Vater ausgezogen. Hat uns offenbart, dass er seit 7 Jahren eine Affäre hatte mit einer anderen Frau, mit der er jetzt zusammengezogen ist. Und das war für mich sehr problematisch. Ich habe dann erst erfahren, was da irgendwie in der Ehe mit meinen Eltern irgendwie alles schief läuft, habe angefangen, das alles neu zu hinterfragen, in welchem Umfeld, in welchem lieblosen Umfeld ich da eigentlich aufgewachsen bin. Und ich habe vor allen Dingen gemerkt, dass meine sexuellen Gefühle in diesem Moment, wo mein Vater ausgezogen war, viel, viel stärker geworden sind. Das hatte mich gewundert. Dann habe ich angefangen, das zu googeln und habe dann viel über Ursachen von Homosexualität gegoogelt und bin dann auf Seiten von sogenannten Ex-Gays gelandet, also so Ex-Schwule, die von sich behaupten, dass sie ihre Sexualität erfolgreich therapiert hätten und jetzt heterosexuell wären. Und diese Geschichten haben mich angesprochen. Denn da wurde meistens eine Kindheit beschrieben, wo man, also die Betroffenen, sehr weiblich orientiert waren, sehr viel künstlerische Hobbys hatten, wo es eine sehr nahe, vielleicht übernahe oder dominante Mutter gab und einen sehr fernen, distanzierten Vater und also sehr viel weiblicher Input war und Männlichkeit war etwas Exotisches, Fremdes, Fernes. Und irgendwie war für mich die These dann naheliegend, dass dieses exotisch Fremde, zu dem man sich aber doch irgendwie hingezogen fühlt, dass das irgendwann dann sexualisiert wird. Und dann habe ich tatsächlich viele Jahre mit Konversionstherapie verbracht. Konversionstherapie, kurz zur Erläuterung, ist also eine Therapieform, in der versucht wird, Sexualität zu konvertieren, also zu verändern. In der Regel weg von Homosexualität hin zu Heterosexualität. Und das Ganze findet meistens in religiösen Kreisen statt. Die Grundthese in diesen Kreisen ist also, dass Sexualität entwicklungspsychologisch entsteht und dass sich Homosexualität bildet, wenn gewisse traumatische Erfahrungen eingetreten sind oder ungünstige familiäre Begebenheiten vorliegen. Und ich möchte sagen, dass ich heute tatsächlich nach wie vor offen für diese Theorie bin. Ich habe viel mich auseinandergesetzt, wo kommt Homosexualität eigentlich her. Es gibt diese Zwillingsstudien von eineiigen Zwillingen, von denen viele auch eine unterschiedliche Sexualität entwickeln. Das heißt, es kann nicht sein, dass die Sexualität zu 100% genetisch determiniert ist, weil eineiige Zwillinge haben ja die gleichen Gene. Aber es gibt scheinbar sowohl eine genetische Disposition als auch dann den Einflussfaktor aus dem Leben. Auch aus der Sicht der 5 biologischen Naturgesetze, das ist ja das psychosomatische Modell, mit dem ich auch als Heilpraktiker arbeite, gibt es also unterschiedliche Theorien, wie Homosexualität entstehen kann. Und auch da sieht man im Grunde Zusammenhänge mit Erfahrungen aus der Kindheit. Das Ganze wird also auch in einem entwicklungspsychologischen Kontext gesehen. Und da ich ja Therapeut bin und auch alles immer gerne entwicklungspsychologisch mir angucke, ist es nach wie vor für mich also nachvollziehbar, dass es tatsächlich mit prägenden Erfahrungen oder familiären Konstellationen zusammenhängt. Und gleichzeitig habe ich heute nicht mehr den Schluss, dass man dann das alles korrigieren muss. Ich habe also viele Jahre mit dieser Konversionstherapie verbracht und bin gleichzeitig für mich dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, es verändert sich nicht und dann ist es halt so. Wir müssen nicht alles in unserem Leben irgendwie auf Biegen und Brechen verändern und ich bin völlig okay damit, auch dass es da ein gewisses Nichtwissen gibt in diesem Entstehungsprozess.
Ja, ich habe also einige Jahre dann in diesen erstmal christlichen Gruppen verbracht, habe da viel gesungen und Lobpreis gemacht und um Heilung gebeten und interessante Erfahrungen gemacht. Und dann auch einige Jahre eine Telefontherapie mit der Thomas Aquinas Klinik in Kalifornien gemacht, mit einem so der größeren Koryphäen in diesem Gebiet der Konversionstherapie. Und ich möchte dazu sagen, ich habe diese Therapie niemals als direkt manipulativ empfunden. Natürlich kann man sagen, es gab dann implizites manipulatives Umfeld, dadurch, dass da Homosexualität immer latent als Sünde bezeichnet wurde. Aber es gab beispielsweise niemals den Punkt, dass es um die Sexualität an sich ging. Es ging tatsächlich immer nur um mein Verhältnis zu meinem Vater, das Verhältnis zu meiner Mutter, mein Verhältnis zu Männlichkeit, mein Verhältnis zu meinem Körper. Und es machte für mich Sinn, dass ich mir diese Themen angucke. Und wenn dann am Ende eine andere Sexualität rauskommt, dann würde ich das begrüßen. Aber es war mir klar, dass ich niemals irgendwie direkt unterdrückende oder manipulative therapeutische Techniken nutzen möchte. Also, ich habe das Ganze bis 26 leidenschaftlich probiert, nicht schwul zu sein, habe auch einige Freundinnen gehabt und bin heute traurig, wenn ich dran denke, was ich da gemacht habe. Denn ich habe mich irgendwie gezwungen, das erregend zu finden. Manchmal war es auch ganz schön, im Grunde war es aber die ganze Zeit ein innerer Krampf, weil ich meistens an die Freunde von denen davor gedacht habe, mir dann vorgestellt habe, dass das irgendwie toll ist, dass ich das mache, was die tun. Und eigentlich war ich tatsächlich mit dem Herzen und dem Körper nicht vollständig dabei. Und es tut mir heute leid, wenn ich daran denke, was ich da sowohl mir als auch diesen Frauen angetan habe. Mit 26 habe ich mich dann entschieden, ich will das ausprobieren. Ich habe Grindr installiert, eine Dating-App, habe mein erstes Date gehabt und war natürlich überwältigt, dass da auf einmal ja, der Körper ganz klar mit Lustgefühlen reagiert, dass da auf einmal das, was ich mir jahrelang verboten habe, auf einmal passierte. Und dann habe ich mit meiner damaligen Freundin Schluss gemacht und mich entschieden, ich lebe das jetzt. Ich habe es jetzt probiert, irgendwie hat es nicht das bei rumgekommen, was bei rumgekommen ist. Ich habe viel über mich erfahren, viel irgendwie auch andere therapeutisch heilsame Prozesse erlebt. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, Männer gefallen mir nach wie vor und Frauen eigentlich nicht so richtig. Und dann hatte ich so ein schleichendes Coming-out. Ich habe dann keine große Party gemacht, aber mehr und mehr Leuten das erzählt. Und ich war dann überrascht, dass die meisten nicht überrascht waren. Dass die meisten sich das irgendwie schon vorher gedacht haben und dachten, ja, haben wir das schon eh gedacht, was soll das denn jetzt? Und offensichtlich habe ich es doch irgendwie klarer ausgestrahlt, als mir lieb war. Und dann habe ich erstmal ganz normal mein Schwulsein gelebt. Ich hatte dann viele Dates, was man halt so macht. In Berlin als Mann wird man da ja auch irgendwie gut bedient. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und hatte auch eine längere Beziehung für 5 Jahre, die auch sehr schön war, mit einem wunderbaren Menschen, mit dem ich heute auch noch sehr eng befreundet bin. Und dachte dann irgendwann, dieses Thema ist durch. Ich bin jetzt schwul, die Scham ist durch, alles wunderbar. So, dann kam ich mit 35 Jahren auf mein erstes Radical Honesty Retreat. Kurz ein paar Worte zu Radical Honesty. Das ist eine Lebensweise, eine Philosophie, ein Kommunikationsmodell, das sich aus der Gestalttherapie entwickelt hat. Man könnte auch sagen, es ist eine Art von Gruppentherapie, obwohl man das offiziell natürlich nicht so nennen kann. Und da geht es dabei darum, radikal ehrlich zu sein, was man fühlt und was man möchte. Und das Ganze lernt man auf Retreats oder Workshops oder Kursen oder Seminaren oder wie auch immer man das nennt. Da sitzt man im Kreis. Es gibt 2 bis 3 Coaches, die die Menschen dann dabei unterstützen, ihre Wahrheit so auszusprechen, dass sie sich möglichst aus den gedanklichen Verstrickungen befreien und wirklich zum Kern des Themas vordringen und auch die Gefühle fühlen können, die dabei auftauchen. Denn natürlich, wenn man anfängt, ehrlich zu sein, dann kommt man mit Gefühlen in Kontakt. Denn wir halten uns ja in der Regel zurück und schämen uns für unsere Gefühle, weil wir mit diesen Gefühlen nicht in Kontakt kommen wollen. Also deswegen lügen und verstellen wir uns ja erst überhaupt. Ja, und da saß ich auf meinem ersten Retreat und hatte das Agreement abgegeben, ehrlich zu sein und mich einzubringen, sobald ich merke, dass irgendwie ein starker emotionaler Prozess in mir ist. Und irgendwann habe ich bemerkt, da gab es einen hübschen Typ, der hatte eine kurze Hose an und ich habe dem die ganze Zeit auf die Waden geguckt. Und ich habe vor allen Dingen sichergestellt, dass das keiner bemerkt, dass ich ihm die ganze Zeit auf die Waden gucke. Vor allen Dingen nicht er, denn er war hetero. Und abends, als ich dann im Bett lag, habe ich gemerkt, wow, du hast jetzt heute den ganzen Tag versucht, das zu verheimlichen. Und eigentlich sitzt du hier in der Ehrlichkeitsrunde. Das musst du morgen wohl mal sagen. Und dieser Gedanke, das mitzuteilen, hat schon dazu geführt, dass ich im Bett schon gezittert und geheult habe und dachte, um Gottes Willen, das kann ich doch nicht tun. Dann habe ich mich am nächsten Tag in die Runde gesetzt und gemeldet und gesagt, was da bei mir abgeht. Und ich habe gezittert, ich habe geschwitzt. Es kam aus allen Körperöffnungen gleichzeitig quasi aus mir raus.
und habe mitgeteilt, dass ich da erregt bin, wenn ich mir die Beine von ihm angucke, dass ich ihn attraktiv finde. Und das war also mit Panik gleichzusetzen, die körperliche Reaktion, die ich da hatte. Als ich dann irgendwann durch das Gefühl durch war und mich in der Runde umgeguckt habe, habe ich in lauter überraschte bis gelangweilte Augen gesehen und habe die Erfahrung gemacht, das ist für die hier gar nicht so krass wie für mich. Ich habe voll erwartet, dass ich jetzt ausgegrenzt werde, dass Leute sagen, du bist eklig, du bist nervig, hör auf, geh weg, vor allen Dingen, dass er das sagt. Und das ist gar nicht eingetreten. Leute waren so, ah, okay, das ist aber ein krasses Thema mit. Ja. Und das war natürlich schon mal die erste sehr transformative Erfahrung für mich. Dann habe ich mich weiter ein bisschen gequält, denn ich wollte ja wirklich auch Veränderungen, und habe auf dem gleichen Retreat kurz darauf dann noch mitgeteilt, was ich eigentlich mit demjenigen alles machen möchte, inklusive sexueller Details. Wieder Schweiß, Zittern, Tränen, alles Mögliche gleichzeitig. Und danach wieder die Erfahrung, die Leute sind irgendwie relaxed bis gelangweilt. Und dann habe ich mehr und mehr von diesen Retreats belegt. Ja, habe mich immer mehr mit meiner Scham konfrontiert, mit den Dingen konfrontiert, wo ich mich nicht getraut habe, die zu sagen bisher. Und dann gab es auch eine ganz interessante Übung. Das ist eine Zweierübung, die man dort lernt, die ich auch auf meinen Retreats immer sehr gerne mit meinen Teilnehmern mache. Die Übung heißt Wünscheübung. Sieht so aus, da setzt man sich zu zweit voreinander und man spürt einfach rein, was wünsche ich mir jetzt gerade? Wie könnte der andere mich jetzt glücklich machen? Und dann formuliert man diesen Wunsch komplett detailreich explizit, sodass der andere genau weiß, was man sich wünscht. Also nicht nur irgendwie sei nett zu mir, sondern wirklich, ich wünsche mir, dass du deine Hand hier hinlegst, mich anguckst und sagst, ich mag dich oder was auch immer da kommt. Und dann hatte ich einige Runden dieser Übung mit einem Mann, den ich sehr attraktiv fand, der hetero war. Und ich habe mir ausschließlich sexuelle Dinge gewünscht. Er hat zu allem Nein gesagt und gelacht. Und ich habe mich in meinem Leben noch nicht so frei gefühlt. Ich habe gemerkt, ja, ich kann sagen, was ich möchte. Und dann wird es relativ egal, ob mir das erfüllt wird. Aber alleine die Tatsache, dass ich mir diese sexuellen Wünsche erlaube, mitzuteilen, hat mich unglaublich frei gemacht. Hat mich dazu gebracht, das anzunehmen, was da in mir ist, was ich über Jahrzehnte lang versteckt hatte. Dann gab es einen anderen, sehr wichtigen, transformativen Moment für mich. Ich hatte dann auf einem 8-Tages-Kurs von Radical Honesty wieder jemanden, der attraktiv war, wieder jemand, der hetero war. Und den hatte ich dann irgendwie ein paar Mal mitgeteilt, was ich da an dem hübsch finde, was ich mit dem machen möchte. Und auf einmal hatte ich Angst, dass er mich als eklig beurteilt. Und es gibt in dieser Gruppenarbeit unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen, wenn man merkt, ich habe jetzt Angst vor einem gewissen Urteil. Und eine Möglichkeit ist, dass man sich das Urteil zu eigen macht und sagt, ich beurteile mich als Punkt, Punkt, Punkt und habe Angst, dass du es mir bestätigst. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich beurteile mich als eklig und habe Angst, dass du es mir bestätigst. Und habe angefangen zu weinen, weil ich gemerkt habe, tatsächlich, ich selber bewerte mich als eklig dafür, dass ich schwul bin. Und dann habe ich kurz ein bisschen in mich geschaut, wo kommt das eigentlich her, wo habe ich das gelernt? Und dann habe ich mich an eine Situation erinnert, als ich ungefähr 9 oder 10 Jahre alt war, mit einer Person, die ich jetzt nicht näher benennen möchte. Und da ging es irgendwie um Homosexualität und habe ich gefragt, wie machen das eigentlich zwei Männer, wenn die miteinander schlafen? Und dann hat diese Person zu mir gesagt, da steckt der eine den Penis in den Po von dem anderen und danach hat der da Kacke dran. Und ich erinnere mich noch sehr an dieses Gesicht mit diesem Ekel und dieses Wort Kacke. Und da habe ich irgendwie damals gelernt, und das war ja bevor ich eigentlich gemerkt habe, dass ich schwul bin, dass das irgendwie eklig ist. Und natürlich habe ich dann unterschwellig mir nachher das Urteil gemacht, dass ich eklig bin, wenn ich sowas mag oder sowas tatsächlich auch tue. Außerdem ist mir dann noch eine Situation eingefallen, wo mir mal meine Mutter mitgeteilt hat, dass mein Vater mal einen Film gesehen hat, in dem eine schwule Szene war und dass ihm danach übel war und er Migräne bekommen hat. Und diese Erfahrungen haben dann natürlich irgendwie dazu geführt, dass in meinem System das ganze Schwulsein gleichgesetzt wird mit Ekligsein. Und so war ich da auf diesem Retreat, konnte das mitteilen, konnte die Trauer darüber spüren. Im Anschluss habe ich dann Gespräche mit den jeweiligen Personen geführt und denen quasi auch mitgeteilt, was ich daraus gemacht habe, habe denen das auch übel genommen, die Wut mitgeteilt und habe dann so peu à peu dieses Selbsturteil, ich bin eklig, wenn ich schwul bin, sein lassen können. Und ich möchte an dieser Stelle auch anmerken, dass ich auch eine Menge wunderbare Dinge von meiner Mutter mitbekommen habe. Ja, sie hat mir auch bedingungslose Liebe geschenkt, sie hat mich künstlerisch sehr gefördert, hat mich unterstützt, hat mich auch spirituell sehr inspiriert und geprägt. Und durch diese ganze Arbeit mit Ehrlichkeit, mit Radical Honesty, habe ich dann angefangen, mich mehr und mehr freier zu fühlen, mich mehr und mehr wohler damit zu fühlen und auch Erregung mitzuteilen, wenn sie auftaucht. Ich habe auch einige Freunde, die hetero sind, die sehr attraktiv sind und denen habe ich angefangen, das mitzuteilen, wann immer das auftaucht.
Ja, wenn gerade im Sommer, wenn die kurze Sachen anhaben, zu sagen, wow, jetzt finde ich gerade deine Oberarme geil, jetzt finde ich deine Oberschenkel geil, jetzt bin ich erregt, jetzt stelle ich mir gerade das und das vor. Und habe festgestellt, dass das die Beziehungen nicht belastet, sondern auf eine gewisse Art und Weise verstärkt. Die nehmen das meistens als Kompliment wahr, die lachen dann. Ich habe auch angefangen mal zu fragen, können wir mal das und das machen? Manchmal ging was, manchmal nicht. Ich habe gelernt, mit diesen Neins ja klarzukommen, habe gelernt, einfach mitzuteilen, was ist. Und das hat tatsächlich diese Beziehungen auf eine viel tiefere Ebene gebracht. Ich habe auch einigen von ihnen gestanden, dass ich über einige Jahre heimlich Fotos von denen gemacht hatte und dann heimlich masturbiert habe. Und es war für mich auch klar, wo das Ganze auf einmal herkommt. Denn in dem Moment, wo ich nicht in der Lage war, ehrlich, direkt, geradeaus zu sagen, ich bin erregt, ich finde dich attraktiv, wollen wir das und das und das machen, fange ich an, unterschwellig zu versuchen, irgendwie Kontakt herzustellen. Bei Honesty sagt man, eine Wertschätzung, die nicht direkt und unmittelbar ausgedrückt wird, führt zu Obsession, die führt zu Besessenheit. Die vergammelt innerlich, genauso wie eine Wut, die nicht ausgedrückt ist, irgendwann zu Hass führt oder auch zu der Besessenheit, dass diese Person irgendwie falsch ist oder eklig oder toxisch oder verkehrt. Und auch das hat wiederum tiefere Beziehungen ermöglicht, hat mich freier gemacht, hat mich leichter gemacht. Und ich bin heute wirklich dankbar für diese tiefe Verbundenheit, die ich da in diesen Beziehungen erleben kann. In dem Moment, wo ich mich einfach nicht mehr verstelle, sondern komplett mit allem, was da in mir ist, präsent sein kann und das nicht zu einer Ausgrenzung führt. Und dann bin ich irgendwann mit Männerarbeit in Kontakt gekommen. Männerarbeit ist ja etwas, was in der spirituellen oder alternativen Szene tatsächlich sehr beliebt ist derzeit. Es gibt viele Männerrunden mit unterschiedlichen Ritualen, die da gemacht werden. Und interessanterweise habe ich mich da immer als fehl am Platze gedacht. Also ich bin nie in so eine Männerrunde gegangen, weil ich dachte, ich bin ja schwul, ich würde da ja eine sexuelle Schwingung reinbringen. Und der Sinn dieser Männerrunde ist doch, dass da keine sexuelle Schwingung da ist. Die wollen doch extra, dass keine Frauen da sind. Und deswegen ist man da als Schwule also offensichtlich fehl am Platze. Ja, und irgendwann kam dann so ein Trupp an Männern in eine Honesty-Runde bei mir zu Hause. Ich hatte da vor einer Weile regelmäßig so Honesty-Abende bei mir zu Hause organisiert. Und dann kam so ein Trupp von Typen, die in dieser Männerarbeit tatsächlich sehr viel Erfahrung hatten. Die waren bei vielen Kursen von John Eigner. Das ist in dieser Männerarbeit einer der großen Gurus. Und die haben mir viel davon erzählt. Die haben mir erzählt, dass die miteinander kuscheln, dass die ringen und sich auch gegenseitig waschen oder duschen. Und dass das Rituale sind, die teilweise angelehnt sind auch noch an die Steinzeit. In der Steinzeit haben die Frauen in einer Ecke der Höhle geschlafen, die Männer in der anderen Ecke. Und dass sie das tatsächlich nicht aus einem sexuellen, sondern vorzugsweise aus einem emotionalen Antrieb tun. Und das hat mich natürlich sehr fasziniert. Ich habe dann auch über meine Zweifel gesprochen, habe gesagt, ja, aber da passe ich ja nicht rein, weil ich habe ja dann sexuelle Gefühle und das macht ja dann alles kaputt. Und dann haben die gesagt, nee, das darf auch da sein, das ist willkommen, das ist ja okay, du bist ja genauso ein Mann, wenn du schwul bist. Und da war ich also sehr überrascht. Und da war ich sehr berührt. Und ehe ich mich versah, war das dann so, dass irgendwann zwei Männer bei mir hier im Bett lagen, zwei Heteromänner, wir miteinander gekuschelt haben und die auch hier übernachtet haben. Und ich war ganz berührt davon, weil es irgendwie klar war, dass ich die beide hot fand und dass ich das auch erregend fand, aber das war für die nicht störend. Ich erinnere mich noch an einen Moment, wo ich wirklich geweint habe, weil es für mich so unglaublich war, dass ich eine Erektion hatte und dann im Körperkontakt hatte der andere das gespürt. Dann hat er ein Kissen dazwischen gelegt und dann hat er gesagt, so, jetzt machen wir so weiter. Und das war für mich wirklich ein unglaublicher Moment, weil für mich war im Kopf die Gleichung, wenn ein heterosexueller Mann spürt, dass ich erregt bin, dann rennt er weg. Dann findet er das irgendwie fies oder aufdringlich oder eklig. Und da habe ich gemerkt, meine Erregung steht der ganzen Sache überhaupt nicht im Weg. Und das hat auf eine gewisse Art und Weise tatsächlich, würde ich heute sagen, Bedürfnisse nach männlicher Nähe aus Kindheit und Jugend nachgenährt. Also es hatte so eine Art Reparenting-Effekt für mich. Wir haben am nächsten Tag dann gemeinsam geduscht, uns eingeseift, einen Hakka-Tanz gemacht, alle möglichen Rituale gemacht. Und das war für mich sehr spannend, weil ich auch deutlich gemerkt habe, neben der sexuellen Erregung gab es da ein viel tieferes emotionales Bedürfnis, was da gestillt wurde. Und da zehre ich also bis heute von. Bis heute spüre ich tatsächlich, wenn ich im Kontakt mit anderen Männern bin, selbst wenn ich irgendwie denke, der könnte jetzt homophob sein oder was auch immer, dann weiß ich, ja, das ist dann eine Sache von dem, aber ich habe auch Männer kennengelernt, bei denen war es anders. Und deswegen ist diese generalisierende Gleichung in meinem Kopf kaputt gegangen. Also diese generalisierende Gleichung, Männer finden das eklig oder finden das schlimm und so weiter. Sondern es hat sich mehr an die Realität angeglichen zu, vielleicht finden es einige eklig, vielleicht finden es einige komisch. Aber ich hatte eben gegensätzliche Erfahrungen gemacht und deswegen konnten diese Glaubenssätze bei mir also kaputt gehen tatsächlich.
Ja, und irgendwie hat mich das Ganze dann so sicher, frei und entspannt gemacht, dass ich tatsächlich heute in der Lage bin, wenn ich heute Typen auf der Straße sehe, dann gehe ich hin und sage, hey, du bist hot, interessierst du dich für Männer, kann ich deine Nummer haben? Ne? Und das ist also ein Maß an Freiheit, das ich in meinem Leben niemals für möglich gehalten hätte und auch heute mich immer wieder darüber freue, dass das möglich ist. Ne? Auf einem Honesty-Retreat ist es übrigens auch mal passiert, dass es einen Mann gab, der mir dann, er hat sich dabei geschämt, tatsächlich gestanden hat, dass er die Vorstellung von zwei Männern, die miteinander Sex haben oder die sich nur küssen, dass er die eklig findet. Und das war für mich auch ein ganz wichtiger Moment, denn ich war so baff, dass es mir egal war, das konnte ich gar nicht fassen. Ich habe realisiert, wow, seit 20 Jahren habe ich Angst vor diesem Moment und jetzt steht dieser Fritze hier vor mir und es ist mir völlig egal. Ich hatte sogar tatsächlich Verständnis, denn ich hatte sofort selber die Assoziation, dass ich dachte, na gut, Moment, es gibt bestimmte Menschen, die ich jetzt nicht sehr attraktiv finde, da finde ich die Vorstellung, dass die miteinander Sex haben, auch eklig. Dann mache ich auch so, will ich mir gar nicht vorstellen, denke ich lieber an was anderes. Und da war ich auf einmal sehr einladend und auch ganz verständnisvoll für homophobe Tendenzen. Und das macht natürlich auch nochmal auf eine Art und Weise frei, wie ich es mir selber vorher gar nicht vorstellen konnte. Ja, und jetzt möchte ich noch auf ein letztes Kapitel zum Thema Scham und Schwulsein kommen, das auf den ersten Blick gar nicht so sehr zusammenhängt. Und zwar betrifft das narzisstische oder herablassende Denkmuster. Ich habe im Rahmen der Ehrlichkeitspraxis irgendwann bemerkt, dass ich tatsächlich einige fiese, dreckige Seiten in mir habe. Dass ich das mag, auf Fehlern von anderen rumzureiten oder anderen Leuten Wut mitzuteilen, wenn sie irgendwie zu dick sind oder eine krumme Nase haben oder irgendwie ungepflegt sind oder irgendwas an denen nicht stimmt. Und dass dann ein starker Anteil in mir ist, der das also immer wieder aussprechen will. Und dieses Mitteilen der Wut, das hat irgendwie nicht gereicht. Das kam immer wieder neu, dieser Anteil. Ich habe das also gemocht, irgendwie Fehler bei anderen zu monieren oder herablassend zu sein. Und dann hatte ich im Zuge meiner Ausbildung zum Namentherapeuten eine Sitzung, eine Einzelsitzung mit Lauren Seller, der diese Therapie entwickelt hat und habe dieses Thema angesprochen und gesagt, ja, ich habe da irgendwie die Tendenzen, bei anderen draufzuhauen, fies zu sein, herablassend zu sein. Und in dieser Sitzung bin ich dann in Kontakt gekommen mit Schamerfahrungen aus der Pubertät, in denen ich beispielsweise war da eine Situation, in der Sportumkleide war und immer Angst hatte, weil die Jungs so wild waren, ja, und dann auch manchmal so Sachen gesagt haben, ey, bist du schwul, wenn die sich zu nahe kamen oder irgendwas, und da immer unterschwellig eine Angst hatte. Und auf einmal ist es mir sehr klar geworden, dass mit diesen fiesen Mustern, die ich heute in mir habe, dass ich versuche, diese Scham zu kompensieren, dass ich versuche, draufzuhauen, bevor bei mir draufgehauen wird, dass ich versuche, zu beschämen, bevor ich beschämt werden kann. Und als ich dann in Kontakt kam mit dieser Scham und dann auch wieder irgendwie starke körperliche Reaktionen hatte, habe ich wirklich gemerkt, dass dieser Wunsch bei mir, fies zu sein, rapide nachgelassen hat. Im Namen nennt man dieses Phänomen die Sexualität über Lebensstruktur. Und der Mechanismus darin ist folgender. Wenn wir früh erleben, dass wir für etwas, was in uns lebendig ist, abgelehnt werden, dass wir also so, wie wir sind, nicht gemocht werden, dann bauen wir sehr viel Energie auf, um darüber nachzudenken, wie wir denn gemocht werden. Wir bauen also schnell ein falsches Selbst auf. Wir investieren sehr viel Energie in unser Image. Wir versuchen also uns zu überlegen, okay, so wie ich bin, werde ich nicht gemocht. Wie muss ich denn dann sein, damit ich gemocht werde? Und das öffnet natürlich dann Tor und Tür für narzisstische Tendenzen und für Tendenzen zu Großartigkeit. Dann entwickeln wir sehr viel Motivation, um sehr reich zu werden, sehr gut aussehen, sehr viele sexuelle Partner zu haben, sehr erfolgreich zu werden, viele Follower bei Instagram oder Facebook zu bekommen, uns immer irgendwie schön in Szene zu setzen. Und das ist ein sehr, denke ich, nachvollziehbarer Mechanismus, um diese Schamerfahrungen auszugleichen, also zu kompensieren. Ja, und das ist, denke ich, etwas, was vielen Schwulen auch heute auf eine gewisse Art und Weise vielleicht nicht bewusst ist. Es gibt ein tolles Buch, The Velvet Rage heißt es, ist nur auf Englisch erschienen bisher von einem schwulen Psychotherapeuten, der dieses Phänomen auch genau analysiert. Und statistisch kann man das tatsächlich sehen, dass Homosexuelle erfolgreicher sind, dass sie mehr Geld verdienen, dass sie insgesamt reicher, erfolgreicher, manche sagen ja auch schöner werden, weil sie sich einfach viel mehr drum scheren, wie sehe ich aus, wie werde ich wahrgenommen? Und ich halte das für sehr wichtig, dass alle Schwulen sich da mal diese Frage stellen, was gleiche ich eigentlich damit aus?
Und es ist teilweise tatsächlich sehr schwierig, mit den Schamerfahrungen aus der Pubertät oder in der Kindheit in Kontakt zu kommen, um diesen Ausgleich wirklich aufzulösen. Aber ich möchte jeden inspirieren, das zu tun und nochmal reinzuspüren. Was gibt's da? Was passiert da in mir, wenn ich an diese Erfahrung in Kindheit und Jugend denke? Gibt's da vielleicht noch ein Gefühl, was sich zeigt, eine Körperreaktion, das sich zeigt? Denn ich halte das für sehr befreiend. Und ich habe tatsächlich erlebt, als ich diese Arbeit gemacht habe, konnte ich anderen Menschen viel offener begegnen, viel verzeihender sein, viel verständnisvoller, empathischer und grundsätzlich viel mehr mich mit Liebe erfüllt fühlen. Und da bin ich tatsächlich sehr dankbar, das da entdeckt zu haben. Ja, und das sind also die wesentlichen Schritte auf dem Weg gewesen für mich dahin, wie ich mich heute fühle. Und wie fühle ich mich heute? Ich kann sagen, ich liebe mein Leben. Ich fühle mich frei, ich fühle mich leicht, ich bin dankbar, ich fühle mich lebendig, ich habe Spaß. Und ich wünsche mir, dass du ganz ähnliche Erfahrungen machst. Ich habe 25 Jahre voller Scham hinter mir, habe viel über Scham gelernt und damit will ich jetzt gar nicht behaupten, dass ich mit all diesen Themen durch bin. Ja, es gibt auch Tage, an denen ich mich schlapp fühle, an denen ich mich müde fühle, energielos, ängstlich, verklemmt oder auch Scham empfinde. Und ich kann aber damit spielen. Ja, ich kann Scham erfahren als ein Phänomen, was im Wesentlichen aus Zukunftsfantasien oder Abwertungs- oder Ausgrenzungsszenarien oder Fantasien besteht und intensiven Körperempfindungen. Und ich kann diese Körperempfindungen spüren. Und ich kann wahrnehmen, wenn ich das kommuniziere und die Empfindungen spüre, dann passiert nicht das, wovor ich Angst habe. Dann tritt nicht das ein, dass ich ausgegrenzt oder abgelehnt werde. Ja, natürlich passiert das manchmal, aber in der Regel eben nicht. Und selbst wenn es passiert, kann ich damit leben. Es ist für mich heute nicht mehr lebensbedrohlich, wie das ich vielleicht noch als Kind oder Jugendlicher eingeschätzt habe. Ich denke, es ist auch wichtig zu verstehen, dass Scham an der Wurzel eigentlich ein sinnvoller biologischer Mechanismus ist. An der Wurzel haben nur Säugetiere, die in Gruppen leben, Schammechanismen in sich. Und das Tolle ist, die verhalten sich durch die Scham in der Regel gruppenkonform. Denn wenn da ein paar Individuen auf einen böse werden, dann reagiert dieser eine mit Scham, macht sich klein, macht sich ungefährlich, macht sich lieb, damit er bloß nicht ausgegrenzt wird. Ja, und das ist in so einem Rudel, in dem Gefühle direkt unmittelbar ausgedrückt werden, ist es im Grunde auch nicht so ganz verkehrt. Das Problem ist, bei uns Menschen wird Scham zu einem Kleister, der alle emotionalen Prozesse in uns blockiert. Und das ist das Fatale daran. Dann fangen wir an, uns zu verstellen, dann entwickeln wir Anpassungsmechanismen, Überlebensmechanismen, damit wir uns bloß nicht mehr schämen und bloß nicht eventuell ausgegrenzt werden. Und diese Mechanismen waren in Kindheit und Jugend, waren die vielleicht noch sinnvoll. Da haben die uns dazu gebracht, dass wir in der Familie gut versorgt werden, dass wir die Bindungen zu den Eltern sichern oder auch zu den Gleichältrigen oder sogar auch zu den Lehrern, denn da waren wir darauf angewiesen. Und gleichzeitig ist es wichtig anzuerkennen, dass wir heute erwachsene Menschen sind, die diese Mechanismen nicht mehr brauchen. Wir sind Menschen, wir dürfen nach unseren Werten leben. Wir dürfen frei leben, so wie wir es wollen. Und wenn Menschen ein Problem damit haben, dann haben die ein Recht dazu, ein Problem damit zu haben. Aber wir müssen uns nicht davon einschränken lassen. Und das Schöne ist ja, es gibt wunderbare Mittel heutzutage gegen Scham. Und das sind vor allen Dingen Seminare oder Gruppenerfahrungen. Ja, das ist Radical Honesty, mein persönlicher Ansatz, wie ich mit Radical Honesty umgehe oder diese Prinzipien integriere, den nenne ich Deep Honesty. Das ist meine Gruppenarbeit, wo noch ein bisschen mehr Traumaarbeit dazukommt. Ja, genauso Traumaarbeit, auch ganz tolles Mittel gegen Scham. Überhaupt Scham zu spüren, zu erfahren, das ist im Grunde eine Körperempfindung und die tötet mich nicht, damit kann ich umgehen, damit kann ich in Kontakt gehen. Das sind alles unglaublich heilsame Mittel, die tatsächlich auch Spaß machen. Ja, die sind ein bisschen aufregend, das ist wie Achterbahnfahren, sich Scham zu stellen und mit Scham zu sein und Scham durchzufühlen. Und ich wünsche dir tatsächlich, dass du Lust bekommst, diesen Weg zu gehen. Und dass du Lust bekommst, dich mit deiner Scham auseinanderzusetzen, zu merken, wie du dich mit deiner Scham blockierst, wie du aus diesen Blockaden rauskommst und damit also in deinem Leben auch mehr Liebe, Fülle, Freiheit, Lebendigkeit und Action erleben kannst. Ja, und wenn du Lust hast, dann mach das gerne mit mir. Da würde ich mich natürlich besonders drüber freuen. Komm gerne mal auf ein Seminar von mir oder auf ein Retreat. Komm gerne bei der Online-Gruppenarbeit vorbei oder mach vielleicht auch einen Einzeltermin. Ich mache Einzelcoachings auch per Skype oder Zoom oder auch Termine live in Berlin. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du Lust hast, dieses Video zu liken, weiterzureichen, diesen Kanal zu abonnieren. Ich habe hier Videos zu allen Elementen und Aspekten meiner Arbeit, zu ganz unterschiedlichen Bereichen.
Und jetzt danke ich dir erstmal ganz herzlich fürs Zuhören, für deine Aufmerksamkeit. Wünsche dir alles Gute, dass du dein Leben genießt, Freiheit, Liebe spürst. Danke dir, alles Gute und bis bald. Dein Benedikt.